Einen wunderschönen Nachmittag hier aus dem Studio der WEKA Industrie Medien zum fünften Z-Talk, den wir in Kooperation mit dem IT-Service-Anbieter Zülke durchführen. Ganz besondere Grüße möchte ich heute auch an die Teilnehmer unseres Public Viewings richten, dass die Zülke-Gruppe in ihren wirklich coolen Offices im Rivergate am Wiener Handelskai gerade durchführt. Mein Name ist Rudolf Leutl, ich bin Chefredakteur des Industriemagazins und ich führe Sie als Moderator durch die nächsten 90 Minuten. Zuallererst ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir wollen die nächste Stunde so interaktiv und spannend wie möglich für Sie gestalten. Wenn Sie Fragen an einen Diskussionsteilnehmer oder an mich haben, zögern Sie nicht, diese über den Frage- und Antwort-Button in Ihrer Eingabemaske zu stellen. Sie können dies ab sofort, also auch schon während der einleitenden Vorträge, tun. Ich bekomme diese Fragen hier auf mein iPad und wir werden die Fragen gemeinsam während der Sendung beantworten. Das Thema unseres heutigen Abends ist nachhaltige Produktentwicklung. Machen wir uns nichts vor, auf die Industrie kommen in den nächsten Jahren große Herausforderungen zu. Neben einschneidenden Maßnahmen zur Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks der von uns produzierten Waren, Stichwort ökologisches Lifecycle Assessment, neue Eco-Design oder Verpackungsverordnung, ziehen viele der Gesetze, die kommen werden, auf die Verlängerung der Produktlebensdauer, auf Wiederverwendung und auf die geteilte Nutzung der von uns produzierten Waren ab. Industrieunternehmen, die schaffen, ihre Produkte und ihr Geschäftsmodell diesen neuen Rahmenbedingungen anzupassen, können sich stärker vom Mitbewerb absetzen und werden idealerweise in Zukunft nicht nur mit zufriedeneren Kunden, motivierteren Arbeitnehmern, sondern auch mit Vorteilen am Kapitalmarkt, mit Zins- und Steuervorteilen am Kapitalmarkt belohnt. Doch wie entwickelt man Produkte, die ressourcenschonender, langlebiger und innovativer sind? Und wie schafft man so neue Märkte? In welchem Spannungsfeld stehen beim Rennen um ein Alleinstellungsmerkmal die Forderungen nach Standardisierung und Kompatibilität? Welchen Mehrwert können wir einem Produkt am Ende seiner Lebensdauer hinzufügen? Diese und viele andere Fragen möchte ich heute mit drei hochspannenden Gästen diskutieren. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, begrüße ich übrigens den Gastgeber des heutigen Abends, Bernhard Zimmermann. Bernhard ist Director Business Development beim Beratungsunternehmen Zülke in Österreich. Sein Spezialgebiet sind Fragen des Sustainable Engineering. Bernhard wird uns jetzt kurz in das Thema einführen. Bitte, Bernhard. Ja, vielen Dank, lieber Rudolf. Ich habe die Ehre, jetzt die Keynote zu halten und zwar einleitend zu dem Thema Nachhaltigkeit als Innovationsmotor und vor allem die spannende Frage dahinter, wie kann uns eigentlich Produktentwicklung unterstützen, neue, nachhaltige, spannende Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen die Presse in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren verfolgt hat, hat eigentlich gemerkt, dass Nachhaltigkeit so das neue Digitalisierungsthema ist. Das heißt, Nachhaltigkeit verdrängt Digitalisierung. Aus meiner Sicht schließt sich das aber nicht aus. Und warum wir Nachhaltigkeit brauchen, ich glaube, das ist kein Geheimnis, das möchte ich auch hier nicht weiter ausführen. Ich glaube, jedem ist bewusst, welchen Beitrag wir leisten müssen. Ich möchte eher aus der Sicht des Innovationsdienstleisters meine Beobachtungen wiedergeben in dieser Keynote und auch welche Auswirkungen das letztendlich auch auf die Wirtschaft hat. Beginnen möchte ich vielleicht mit einem ganz anderen Thema, nämlich Richtung Investmentbanking. BlackRock ist ja der weltgrößte Vermögensverwalter mit, glaube ich, 9,5 Billionen US-Dollar. Und der hat jetzt in seiner neuen Strategie aufgerufen, dass Nachhaltigkeit der neue Investitionsstandard ist. Das heißt, für BlackRock ist der Klimawandel das zentrale Thema, das sie mit ihren Kunden besprechen. Und die tun das natürlich nicht aus Eigennützigkeit, sondern BlackRock erwartet, dass die Investitionen, die Kapitalgüter zukünftig mehr Richtung nachhaltige Unternehmen fließen wird und das in einem hohen Ausmaß, den so in der Form noch nicht gegeben hat. Aber schauen wir vielleicht auch einmal in Richtung Europa. Was tut sich in Europa? Der European Green Deal ist wahrscheinlich jedem bekannt. Der teilt sich ja in diese vier großen Blöcke. Der eine Block ist die saubere Energie. Das heißt, hier geht es sehr stark um das Thema erneuerbare Energien, Batteriespeichersysteme, aber auch Wasserstoff als neue Hoffnungsträger für Energiespeicherung. Das einhergeht mit dem nachhaltigen Transport. Das heißt, das Thema E-Mobilität beschäftigt uns alle. Also es gibt kaum jemanden, der nicht über ein E-Auto als Alternative zum Verbrenner nachdenkt. Und damit einhergeht natürlich auch die Ladeinfrastruktur. Und die öffentlichen Verkehrsmittel, auch Richtung Wasserstoffantrieb, sind natürlich ein Thema, das da sehr stark reinzahlt. Die Häuselbauer oder die Häuser schon renoviert haben, kennen das dritte große Thema, nämlich die Gebäudesanierung. Das heißt, hier geht es sehr stark Richtung Energieeffizienz, aber auch, und das ist wieder für uns Produktentwickler interessant, auch Richtung neuartige Heizsysteme. Also da werden auch die Produktentwickler gefordert sein. Der vierte große Bereich geht Richtung nachhaltige Lebensmittel und das Thema Kreislaufwirtschaft.
Und Kreislaufwirtschaft, glaube ich, ist für die Produktentwickler nichts Unbekanntes. Das ist ein Thema, das allgegenwärtig ist und das auch uns jetzt in den nächsten Minuten beschäftigen wird. Auf UN-Ebene gibt es ähnliche Targets, also ähnliche Ziele. Es gibt diese 17 sogenannten Sustainable Development Goals. Und zwei davon zahlen natürlich auch sehr stark bei uns mit rein. Das eine ist das Ziel 9, nämlich Richtung nachhaltige Industrialisierung und der Förderung der Innovation, was mir natürlich persönlich besonders gut gefällt. Im Ziel 12 geht es dann darum, wie kann ich nachhaltigen Konsum und Produktion sicherstellen. Das heißt, viele dieser Bereiche zahlen automatisch auch auf das Thema Produktentwicklung ein. Aber schauen wir uns mal an, woraus besteht eigentlich Produktentwicklung? Welche drei Teilbereiche gibt es da? Also ganz zu Beginn steht natürlich immer das Produktdesign. Das heißt, wir schauen uns an beim Produkt die Parameter Wirtschaftlichkeit, wir schauen uns an Funktionalität, wir schauen natürlich auch in die Richtung Ästhetik und auch in die Sicherheit von unseren Produkten. Der zweite Layer, der dann danach quasi aufbauend zum Tragen kommt, ist das Thema Eco-Design. Auch darüber werden wir hoffentlich heute noch sprechen. Dabei fügen wir auch die Umweltaspekte hinzu. Und der dritte große Bereich, nämlich das Sustainable Design, was für uns natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit einen großen Einfluss hat, da geht es dann wirklich um soziale und ethische Fragen, die wir in der Produktentwicklung natürlich auch betrachten wollen. Aber schauen wir uns vielleicht einmal das Thema Produktlebenszyklus an. Also viele, die sich mit dem Thema Produktlebenszyklus beschäftigen, kennen die klassischen Lifecycle Assessment, die LCAs. Das Wort ist auch heute schon vom Rudolf gefallen. Und da schauen wir uns klassisch immer an von der Produktion über die Verpackung, über den Transport, letztendlich auch über die Verwendung beim Kunden selbst bis hin zum End of Life, bis zum Recycling hin. Das Ganze wird aber jetzt aufgrund der Kreislaufwirtschaft und die klassischen vier Rs erweitert. Was steckt dahinter? Das erste R ist Reuse. Das heißt, wir versuchen, die Produkte so haltbar zu gestalten, dass sie nicht nur ein Konsument, sondern idealerweise ein zweiter oder ein dritter Konsument auch weiter nachher nutzen kann. Das zweite große R steht für Repair und auch so ein bisschen für Upgrade. Das heißt, wir haben ja heute, glaube ich, auch in Diskussion eine Dame vom Mobilfunk. Da ist natürlich interessant, da gibt es jetzt neue Konzepte, nämlich die modularen Mobiltelefone. Das heißt, wenn ich jetzt dann so ein modulares Mobiltelefon habe und meine Handhabung ändert sich, sprich ich möchte zum Beispiel mehr in die Richtung Fotografie machen, kann ich zukünftig modular in meinem Handy eine bessere Kamera mit mehr Megapixel aufstecken. Oder weil es auch gerade ein Trendthema ist Richtung 5G, das heißt, ich habe vielleicht nur ein 4G-Telefon, möchte auf die neue Technologie, dann muss ich nur dieses Connectivity-Modul ersetzen und habe automatisch ein neues Mobiltelefon, das den neuesten Anforderungen entspricht. Der dritte große Bereich, da geht es dann Richtung Remanufacturing, Refurbishment. Das heißt, Geräte, die so in der Form nicht mehr vom Kunden in Verwendung sind, werden aufgearbeitet und kommen dann wieder in den Handel, in den Kreislauf rein. Das vierte R, das ist eigentlich das, was wir versuchen zu vermeiden, ist Recycle. Das heißt, selbst wenn wir es nicht mehr schaffen, das Produkt wieder in den Umlauf zu bekommen, in die Handhabung zu bekommen, dann versuchen wir zumindest die Materialien daraus wieder rückzugewinnen. Und das Ziel liegt eigentlich klar auf der Hand. Wir wollen keinen Müll und wir wollen keine neuen Ressourcen für die Entwicklung oder Herstellung von neuen Produkten. Das Interessante jetzt an dem linearen Verfahren zur Kreislaufwirtschaft, die haben das einmal ausgetestet bei einem Projekt in jüngster Vergangenheit in der Unterhaltungselektronik und haben einmal gegenübergestellt die lineare Bewertung eines LCAs und die Kreislaufwirtschaft. Und wir sind hier auf eine CO2-Reduktion von einem Drittel gekommen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, hier quasi auch den LCA Richtung Kreislaufwirtschaft vom Wert anzuschauen, weil ich glaube, da steckt einiges an Potenzial drinnen. Aber es gibt auch ganz andere Themen. Wir hatten zum Beispiel gestern unseren Tülke Sustainability Circle. Das ist eine Community mittlerweile aus unterschiedlichsten Konsumgeräteherstellern aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Und dort hatten wir den Professor Stevels eingeladen aus den Niederlanden, der seit über 40 Jahren bei Philips Electronics aktiv war. Und der hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Eco-Design 1993 bis 2007. Und der hat sich der interessanten Frage gestellt, wie kann ich nachhaltige Elektronik entwickeln und vor allem, welchen Einfluss haben die elektronischen Komponenten? Und ich glaube, es ist nicht verwunderlich, das Hauptthema ist dort natürlich Energieverbrauch, Materialien. Aber das Interessante war, er hat auch das Thema chemischer Inhalt zum Thema gemacht und vor allem Richtung Toxizität, sprich wie giftig sind eigentlich die Grundstoffe, die wir in den elektronischen Bauteilen haben. Und hat eigentlich dann die interessante Frage zur Diskussion gestellt, warum wird sowas nicht in den Lifecycle Assessments berücksichtigt.
Also wenn Sie da Interesse haben, auch in diesem Sustainability Circle mitzudiskutieren, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, was Nachhaltigkeit betrifft, kommen Sie gerne auf uns zu und wir nehmen Sie in den Circle mit auf. Jetzt haben wir aber nicht nur das Thema Produktentwicklung oder nachhaltige Produktentwicklung, sondern also Produkte gehen ja immer einher mit digitalen Services. Also mehr und mehr physikalische Produkte bekommen digitale Services an die Hand. Also ich gebe da zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben vor kurzem eine vollautomatische Teemaschine für die Firma Vorwerk entwickelt, die auch eine App fürs Mobiltelefon beinhaltet. Das heißt, ich kann dann per App steuern den Prüfvorgang, wie ich gerne meinen Lieblingstee aufgebrüht hätte. Und die App sagt mir dann, wann mein Tee quasi zur Konsumation bereitsteht. Das Interessante an der Geschichte ist, dass man auch diese digitalen Services nachhaltiger gestalten kann. Also ich gebe da drei Beispiele. Wir versuchen bei Softwarecode so wenig wie möglich zu schreiben, was Ressourcen benötigen kann. Das heißt, wir schauen ganz genau darauf, welche Komponenten brauchen wir wirklich und was ist nur Overhead und können wir zukünftig weglassen. Der zweite Bereich, der immer einhergeht mit einer Applikation, ist quasi immer das Backend-System. Und hier setzen wir auch auf Systeme im Backend, die automatisch hoch und runter skalieren können. Weil wir wissen ja, dass die Benutzung von digitalen Services nicht immer gleichbleibend ist. Das heißt, es kommt darauf an, wann der Endbenutzer dieses Service nutzt und wann nicht. Und diese Dienste sollten idealerweise im Backend auch automatisch hoch und runter skalieren. Und damit erzielen wir natürlich entsprechende Energieverbrauchreduktion. Und dafür eignen sich natürlich Cloud-Dienste vor allem für solche hochskalierenden Themen. Und es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass solche Cloud-Rechenzentren wesentlich effizienter betrieben werden können als die eigenen. Also wir kennen das, diese Cloud-Rechenzentren stehen meistens gleich direkt neben Wasserkraftwerken, stehen in den nordischen Staaten, wo sie quasi auch Außenluft für die Klimatisierung der Rechensysteme verwenden. Und ein letzter Punkt, den ich noch bei der nachhaltigen Softwareentwicklung mit reinbringen möchte, ist das Thema Erweiterbarkeit und auch Wartbarkeit. Weil wir kennen das Thema, wir entwickeln mittlerweile diese Services sehr agil. Das heißt, wenn neue Funktionen gewünscht werden oder wir uns neue Funktionen überlegen, dann können wir die sehr modular und sehr schnell einpflegen. Aus Sinne der Nachhaltigkeit möchten wir natürlich auch den Weg zurück uns überlegen. Weil wenn wir draufkommen und in unseren Usability-Studien, dass gewisse Komponenten oder Services gar nicht mehr genutzt werden, möchten wir die idealerweise sehr elegant wieder aus dem Service rausfliegen können, damit diese nicht unnötig Ressourcen und letztendlich auch Energie verbrauchen. Und genau diese Kombination aus digitalen und nachhaltigen Produkten und Services bringt uns dann zu den nachhaltigen Geschäftsmodellen. Im dritten, letzten Bereich, den ich noch etwas ausführen möchte. Bisher war es ja so, dass wir gerade mit den Produkten immer beim Verkauf quasi unseren Gewinn, unsere Wertschöpfung erwirtschaftet haben. Mittlerweile geht der Trend immer mehr auch in Richtung die Benutzung des Produktes zu monetarisieren. Und das ist vor allem dann interessant, wenn man unterschiedliche nachhaltige Geschäftsmodelle damit im Hinterkopf hat. Also ich habe mal 5 Modelle zusammengefügt, die wir typischerweise bei unseren Kunden anführen. Das erste kennen viele, die viele Haushaltsgeräte zum Beispiel zu Hause haben. Das ist das Long-Life-Modell. Das heißt, man versucht, die Produkte sehr langlebig zu gestalten und verdient eigentlich mit dem Afterlife oder mit der Wartungsthematik. Das heißt, diese Geräte wird man typischerweise nicht einfach auswechseln, sondern man tauscht Komponenten aus diesen Geräten. Das ist ein sehr erträgliches Geschäft für die Firma Miele. Das zweite Modell haben auch die meisten, vor allem bei der morgendlichen und abendlichen Hygiene im Einsatz, nämlich elektrische Zahnbürsten. Das ist das Hybridmodell. Das heißt, der Hersteller versucht hier ein sehr nachhaltiges, sehr robustes Basisgerät zu schaffen und monetarisiert dann die austauschbaren Bürsten dahinter und erzielt sozusagen auch indirekt einen Vendor-Login. Das dritte Modell, das Lückennutzermodell. Ich habe das übersetzt, also da kann man vielleicht dann darauf zu sprechen, was das im Englischen bedeutet. Aber das ist das Modell, das die Upcycler, auch wieder so ein hippes Wort, verwenden. Letztendlich stehen dahinter neue Geschäftsbereiche. Also mein Paradebeispiel sind Schuhe. Also jeder, der Schuhe hat, die ein Loch in der Sohle haben, wird den Schuh typischerweise wegwerfen und einen neuen kaufen. Wenn man jetzt aber in die Richtung Nachhaltigkeit überdenkt, wäre es doch nicht schlecht, einen wirklich hochwertigen Schuh zu produzieren und zu verwenden. Und wenn dann wirklich mal das Verbrauchsteil Sohle kaputt geht, dann gehe ich genau zu diesen Spezialdienstleistern, die mir dann diese Schuhsohle austauschen, also dem Schuhmacher. Das vierte Modell sind die Zugriffsmodelle. Bester Paradebeispiel ist Carsharing. Wir kennen das Modell, gerade im urbanen Bereich. Ich muss nicht einen eigenen PKW besitzen. Ich leihe mir den PKW, wenn ich ihn brauche. Aber auch die Heimwerker ist so ein Klassiker. Also jeder Heimwerker, der sich vielleicht da draußen in der Audienz angesprochen fühlt, hat typischerweise eine Bohrmaschine zu Hause. Wenn man sich jetzt einmal überlegt,
Wie oft verwendet man die Bohrmaschine wirklich? Kann man sich schon die Frage im Sinne der Nachhaltigkeit stellen, ob ich für 2 Löcher im Monat, also das ist ungefähr das, wo ich wahrscheinlich hinkomme, wenn ich das durchrechne, lohnt sich das wirklich quasi die Bohrmaschine selbst zu besitzen oder ist es vielleicht nicht doch gescheiter, zu einem Geräteverleiher zu geben? Und das letzte Modell ist auch sehr prominent immer in der Presse, nämlich das Leistungsmodell. Das heißt hier wirklich Richtung ergebnisorientierte, eine Richtung vordefiniertes Ergebnis. Das heißt, klassisches Beispiel dafür ist Rolls-Royce. Wir kennen das alle, die Flugzeugturbinen von Rolls-Royce werden hier nicht mehr verkauft. Das heißt, eine Airline kauft diese Turbine nicht mehr, sondern sie mietet sie. Und das nicht auf Basis auf der Lebensdauer, sondern auf Basis der Betriebsstunden. Und das macht es natürlich für Rolls-Royce interessant, weil die bieten natürlich ein Gesamtpaket. Das heißt, die warten die Turbine, können natürlich sicherstellen, dass die bestmögliche Wartung der Turbine zuteil wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum beschäftigen sich jetzt unsere Kunden überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit? Also allen voran geht natürlich immer das Thema, ich möchte neue Wettbewerbsvorteile für meine Produkte generieren. Das kommt natürlich auch daher, weil Kunden, aber auch Mitarbeiter von den Unternehmen das auch fordern. Wir haben dann nämlich jetzt vor kurzem eine Studie des Handelsverbandes angeschaut, die ist vom August diesen Jahres, und die haben eine Umfrage gemacht, wie quasi Konsumenten jeglicher Schicht, jeglichen Alters mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Und interessanterweise haben 44% der Befragten gesagt, seit Corona legen sie auch Wert auf die Produktionsbedingungen. Das heißt, sie wollen auch wissen, wie Produkte hergestellt werden. Die zweite Frage war dann die Relevanz des Faktors Nachhaltigkeit. Und da wird es jetzt für uns spannend. Sie haben das nämlich nach den Warengruppen gemacht. Also ich glaube, wenig verwunderlich dürfte sein, der Platz 1, das sind die Lebensmittel mit 90%. Das heißt, dort ist den Konsumenten die Nachhaltigkeit am wichtigsten. Aber interessanterweise kommt bereits auf Platz 2 das Thema Elektrogeräte mit 67%, gefolgt von der Mode und den Kosmetikartikeln. Das heißt, hier findet auch ein Umdenken bei den Konsumenten statt, dass Elektrogeräte zunehmend nachhaltiger produziert und eingesetzt werden sollen. Der zweite Bereich, warum unsere Kunden über Nachhaltigkeit nachdenken, ist vielleicht nicht ganz so schöner. Da geht es nämlich um Vorschriften und Gesetze. Allen voran der European Green Deal. Also wir wissen das, diese Lifecycle Assessments werden zukünftig für neue Produkte, die an den Markt gebracht werden, werden verbindlich werden. Die Verpackung war da der Vorreiter. Es gibt ja genau diese Regelung, dass bis 2030 jegliche Art von Verpackung entweder wiederverwendbar oder vollständig recycelbar sein muss. Das Right to Repair ist ein großes Thema. Das heißt, Produkte müssen zukünftig reparierbar sein. Das ist ein wichtiges Thema, gerade für diese Low-Cost-Produkte. Das hat natürlich eine ziemliche Herausforderung dann auch im Bereich des Produktdesigns. Das Eco-Design haben wir schon kurz angesprochen. Da geht es dann wirklich darum, auch umweltverträgliche Standards zu setzen. Und das Thema nachhaltige Produktpolitik ist dann zum einen geprägt von der Reduzierung von Material und zum anderen auch quasi die Kreislaufwirtschaft, diese zu berücksichtigen. Und der letzte Teil ist auch wenig verwunderlich, ist quasi, dass Miet- und Leihmodelle zukünftig forciert werden sollen. Das ist das, was uns die European Union quasi auch als Thema mitgegeben hat für die Produktentwicklung. Und der letzte Bereich, den ich noch anführen möchte, und damit schließe ich auch der Kreis zum ersten Statement, ist das Thema Finanzierung. Das heißt, zukünftig werden nicht nur Finanzinvestoren wie BlackRock vermehrt oder sehr, sehr gezielt auf das Thema Nachhaltigkeit schauen, sondern auch Banken werden zukünftig Unternehmensfinanzierung auf Basis des CO2-Footprints, des Fußabdrucks zur Verfügung stellen, auch Richtung Zinsen. Und es ist natürlich auch zu erwarten, dass entsprechende steuerliche Methoden von der Regierung entsprechend verabschiedet werden in naher Zukunft. Ja, ich hoffe, ich konnte mal so einen ersten Einblick über das doch sehr breite Thema geben und gebe somit wieder zurück an den Rudolf. Vielen Dank, Bernhard. War ein guter Einblick. Ich würde dich auf unser Podium bitten. Ich begrüße jetzt auch die anderen Gäste des heutigen Abends. Ich würde gerne beginnen mit Evelyn Pupeter. Sie ist uns zugeschaltet aus Oberösterreich. Frau Magister Pupeter ist Eigentümerin und CEO von Emporia Telekom, jetzt ist sie auch im Bild, einem Hersteller von Mobiltelefonen und Smartphones mit extrem niedriger technologischer Eintrittsbarriere für Senioren. Sie ist seit 2003 CEO von Emporia und hat das Unternehmen 2014 übernommen. Sie sagt, wir produzieren Handys, die keine Wegwerfprodukte sind. Herzlich willkommen, Frau Pupeter. Schönen Nachmittag aus Linz, lieber Herr Lödl, sehr geehrter Chefredakteur,
Vielen Dank, dass ich an diesem Talk mit diesem brisanten Thema teilnehmen darf. Sehr gerne. Wir kommen dann gleich zu Ihnen, Frau Bitter. Aufgrund einer hausinternen Veranstaltung, ebenfalls leider nicht persönlich im Studio, sondern zugeschaltet ist uns Markus Stelzmann. Markus Stelzmann ist Regisseur. So nennt er seine Rolle als Geschäftsführer und Eigentümer selbst beim Industrieelektronikhersteller und Auftragsfertiger Tele Haase. Das Motto des gelernten Werkzeugmachers und studierten Lehrers ist Innovation plus Nachhaltigkeit gleich Profitabilität. Was die Organisationskultur und die Unternehmensstruktur von Tele Haase damit zu tun haben könnte, wird er uns heute wahrscheinlich erklären. Ich freue mich sehr, Sie dabei zu haben, Herr Stelzmann. Vielen Dank, dass ich dabei heute teilnehmen darf. Ich habe sogar jetzt in der letzten Viertelstunde noch einen Ortswechsel gemacht, sitze jetzt mittlerweile zu Hause. Und was ich mit Freude, was auch heute zum Thema passt, wir haben so gerade eben den dritten Platz gemacht beim Trigos Award für nachhaltige Unternehmen. Da bringen Sie mich gleich auf weil nämlich der Mann, der neben mir sitzt, da ebenso nominiert war. Sie können uns gleich sagen, ob Sie auch schon von irgendeiner Preisverleihung wissen. Ich begrüße hier bei uns im Studio den Herrn Jordan Notbauer. Diplomischer Notbauer ist Leiter des Konzernbereichs Marktinnovation, Technologie und Mitglied der Geschäftsführung beim Sicherheitstechnologiehersteller EFA. Sie sind auch nominiert gewesen. Wissen Sie schon von einem Gewinn? Okay, also wenn wir dann feststellen. Ihr Unternehmen gewinnt immer wieder mal Preise, Nachhaltigkeitspreise. Wir haben auf unserem Konto ein paar Trigos. Genau, ja. Jetzt habe ich Sie aus dem Konzept gebracht. Nein. Sie haben mir ein bisschen aus dem Konzept gebracht, was Sie nämlich tun. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, was Sie tun. Sie entwickeln mechanische und elektronische Zutrittssysteme, genau. Und Sie forschen eigentlich an hochspannenden Dingen, wie ich im Vorbereitungsgespräch mitgekriegt habe, nämlich an einem elektronischen Türschloss, das ohne Stromversorgung auskommt. Warum viele dieser Innovationen aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit kommen, werden Sie uns, schätze ich mal, heute auch erklären. Genau, das wäre genau. Ich würde trotzdem mit meinen Fragen mit der Frau Fupeter beginnen. Sie stellen Mobiltelefone her, die technologisch sehr basic sind. Für Personen, für die multimediale Anwendungen und komplexe Menüführung eher eine Barriere darstellen. Diese Personengruppe an der digitalen Vernetzung teilhaben zu lassen, kann man per se schon als eine nachhaltige Produktentwicklung sehen. Was ist darüber hinaus Ihr Zugang zum Thema Sustainability als Innovationsmotor? Ja, lieber Herr Leudl, noch einmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich muss Sie allerdings gleich zum Einstieg etwas korrigieren. Ja. Unsere Smartphones sind absolut state of the art. Also ein Emporia-Smartphone hat dieselbe Technologie oder das Tablet wie ein Samsung oder ein iPhone. Wir sind absolut vorne. Nur haben wir über diese Standard-Technologien, die heute zur Anwendung sind, verschiedene Oberflächen platziert, die diese Produkte für die älteren Menschen sehr leicht zu nutzen machen und die diesen älteren Menschen ermöglichen, dass sie wirklich Freude haben in der Verwendung ihres Smartphones. Unser wichtigster Beitrag ist einmal das Erste, dass wir die älteren Menschen in die Digitalisierung einbinden. Also es gibt in Österreich nach wie vor 1 Million Menschen, die nicht digitalisiert sind. Und das ist ein ganz wichtiger Auftrag, um die älteren Menschen, also das ist eigentlich ein Nachhaltigkeitsauftrag, die müssen an der Digitalisierung teilhaben. Wir sind total überzeugt, dass die Digitalisierung der Innovationsmotor in den nächsten, nicht die Digitalisierung, die Sustainability, der Innovationsmotor für die nächsten Jahre sein wird, neben der Digitalisierung natürlich. Und wir haben eine Studie zur Hand, die die älteren Menschen genau zeigt, dass sie sehr wohl den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen und auch die Technologien, die verwendet werden, sehr, sehr ernst nehmen. Und unsere Kunden sind ja die Swisscom, die A1, die Deutsche Telekom. Und diese Kunden sind ja gerade dabei, ein Label zu entwickeln, das diese Nachhaltigkeit aufzeigt. Und wenn du da nicht mit kannst bei den ganzen Qualifizierungen, Klassifizierungen, dann wirst du über kurz oder lang aus den Regalen der Deutschen Telekom und von U2 rausfallen. Das wird ein gemeinsames Label sein. Und was bei uns eigentlich der größte Beitrag ist aus meiner Sicht,
ein Emporia-Smartphone, ein Emporia-Handy, Tastentelefon, hat man ungefähr 7 Jahre. Also wir kriegen jetzt Produkte noch zur Reparatur auf den Tisch, die vor 7 Jahren gekauft werden. Der normale Zyklus ist ungefähr 1,5 Jahre für ein Smartphone in der Verwendung. Also das ist eigentlich das zusammenfassen darf. Wenn ich zusammenfassen darf, das heißt, Sustainability kommt bei Ihnen einerseits vom Markt, weil Ihre Kunden tendenziell waren sehr länger, lange behalten und auch von Ihren Auftraggebern, den Mobilfunkern, weil sie es verlangen von Ihnen. Ja, sozusagen. Ja. Das, okay. Das wächst jeden Tag an, diese Anforderungen. Also das ist irgendwie von, du hast jeden Tag Anfragen, Anforderungen am Tisch. Wie werden die Produkte transportiert? Was ist mit der Verpackung? Also täglich kommen Anforderungen, ECOVADIS-Qualifizierungen, Klassifizierungen. Du kannst überhaupt nicht mehr aus. Das ist der Innovationstreiber für unsere Produktentwicklung überhaupt. Mhm. Herr Notbauer, Ihr Unternehmen, jetzt komme ich zu den Nachhaltigkeitspreisen, aber Sie wissen wahrscheinlich noch immer nicht, ob Sie gewonnen haben. Ich weiß es schon. Sie wissen es und? Ich habe von der Frau Magister ehrlich schon das Update bekommen. Ja. Gewonnen. Auch, gut. Dann, ja, dann gratuliere ich Ihnen, Herr beiden, Herr Schelter. Aber den ersten und den dritten. Ja, gratulation. Heute am Abend feiern gehen. Freut uns sehr, ja. Sie gewinnen ganz offensichtlich seit Jahren Nachhaltigkeitspreise. Ja. Woher kommt die für Ihre Branche dann doch eher unüblich starke Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist bei uns kein Thema von Regulatorien, schon auch, aber das hat uns nicht getrieben. Mhm. Nachhaltigkeit ist Teil unserer Werte und Teil unserer Strategie. Wir haben bei uns in unseren Strategien verankert, dass unsere Produkte nachhaltig sein sollen. Neues Thema, so wie es der Herr Zimmermann auch beschrieben hat. Wir haben schon viele Jahre sehr viel in Nachhaltigkeit investiert, was unser Gebäude betrifft, was unsere Produktionslinien betrifft, was die Abfallvermeidung betrifft. So Clean Production zum Beispiel, ohne Wasser, ohne Öl zu produzieren. Das hat uns hunderte Tonnen an Öl und so weiter erspart. Messingspäne werden zurückgeführt, wieder in den Kreislauf. Das ist ein bisschen früher in den Kreislauf zurückbringen als vom endgültigen Produkt, aber da würde ich sagen, da waren wir einer der Pioniere in der Kreislaufwirtschaft. Das heißt, ein Span, der bei uns von der Maschine runterfällt, wird gesammelt und wird zurückgeführt in den Hüttenbetrieb und wir kaufen das dann wieder für die Erstellung von neuen Produkten. Und ich gehe davon aus, dass Sie da viel tun, weil sonst würden Sie das nachhaltig. Genau. Aber was treibt das? Also woher kommt das? Weshalb macht der Mitbewerber weniger? EFE ist ein Familienunternehmen und Familienunternehmen definiert sich typischerweise über Werte. Und diese Werte sind sehr stark aus der Familie herausgekommen. Viele Jahre zurück, da war die erste Generation noch in der Verantwortung, hat die jetzige Generation schon begonnen, Nachhaltigkeitsprojekte umzusetzen. Das waren einfache Dinge wie Bewegungsmelder, die das Licht abdrehen in Toiletten oder so, oder Wasserverperler, die den Wasserverbrauch reduzieren. Das waren, glaube ich, Pionierleistungen in Österreich, was Nachhaltigkeit betroffen hat. Und das hat sich dann über die Jahre konsequent fortgesetzt. Man hat gesehen, ich möchte Werkstoffe oder Bauteile danach nicht reinigen, mit Chemikalien vom Öl beseitigen und reinigen, können wir nicht Pionier sein in Clean Production. Und mit Partnern gemeinsam haben wir Maschinen entwickelt, intern und so weiter, die heute vom Messing einfach das Werkstück erzeugen und die Messingspäne gehen zurück. Und das war dann der nächste logische Schritt, war das Gebäude, Photovoltaik, um Grundlast in einem Produktionsbetrieb mitten in der Stadt zu sichern und so weiter. Und über die Jahre die Entwicklung, dann bin ich irgendwann auch in den Fokus gekommen mit dem Produkt. Die Produkte sind digitaler geworden, wir haben plötzlich Elektronik drinnen gehabt. Wir haben es gehört, Elektronik verbraucht Energie. Elektronik, die nicht irgendwo kabelgebunden ist, hat Batterien, da kommen dann die Materialien ins Spiel. Alles Dinge, die einfach aus unserem inneren Antrieb heraus Thema waren, wo wir gesagt haben, das ist nicht gut für die Umwelt, das ist nicht gut für unsere Geldbörse, auch für die Wirtschaftlichkeit und in den letzten Jahren auch, das ist nicht gut für die Gesellschaft. Und somit haben wir eigentlich mit unserem Nachhaltigkeitsbericht, den ersten 2005, schon da die Grundfesten gelegt gehabt für das, was wir heute tun und unternehmensweit drinnen tief in den Werten verankert. Und natürlich treiben uns auch die Regularien. Ein Green Building
braucht entsprechende Türkomponenten, braucht Vermeidung von gefährlichen Stoffen und so weiter. Das ist aber bei uns nicht das Primäre, wie ich anfangs gesagt habe. Wir brauchen das nicht, um nachhaltiger zu sein. Das kommt aus den inneren Werten des Unternehmens. Den Punkt würde ich gerne aufgreifen und an den Herrn Stelzmann weitergeben. Der Herr Notbauer referenziert sozusagen als Nukleus für den Nachhaltigkeitsgedanken und vielleicht auch so ein bisschen als Treiber den familiären Background des Unternehmens. Für Telehase habe ich das Gefühl, lässt sich das so nicht direkt herleiten. Einerseits ist, wenn man Telehase, wenn man es ganz genau nimmt, seit 2010 oder seit den 2010er Jahren kein reines Familienunternehmen mehr, weil sie auch Teilhaber sind. Das war vorher auch schon nicht mehr. Okay. Andererseits haben Sie oder ist mit Ihrem Einstieg, zumindest meines Wissens, auch ein dramatischer organisatorischer Wandel vor sich gegangen beim Unternehmen. Liege ich da mit meiner Einschätzung richtig? Fast, möchte ich sagen. Aber erst muss ich mich bei der Frau Puppeter bedanken. Wir konnten meine 92-jährige Schwiegermutter digitalisieren mit einem Emporia-Handy. Also das muss ich wirklich loswerden. Es ist wirklich toll. Die Familie Haase, die Familie Telehaase, heute auch noch Haupteigentümer der Firma Telehaase, hatte das eigentlich auch schon immer im Portfolio. Und da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen. Das Thema nachhaltiges Wirtschaften in einem Familienunternehmen war ein Stück weit verankert. Nur über die 2009er Jahre war es dann etwas schwieriger. Und dadurch hat sich dann der Christoph Haase, der Sohn oder derzeit zu dieser Zeit noch Miteigentümer des Unternehmens mit seiner Mutter, hat irgendwann mal gesagt, wir müssen das noch besser, noch nachhaltiger aufstellen. Und diese Formel, die Sie vorher genannt haben, Innovation und Nachhaltigkeit, wenn wir das beides hinkriegen, dann wird es profitabel. Und das ist so auch heute noch das Thema. Wir haben am Anfang auch über 2 Millionen Umsatz weggeschmissen, der nicht mehr dahin gepasst hat, weil wir einfach sagen, wir glauben dran, wenn es nachhaltig ist, wenn es innovativ ist, dann wird es profitabel. Und da halten wir uns heute auch relativ dran. Und die Familie Haase... Sie haben profitables Geschäft weggeschmissen, weil Sie gesagt haben, es ist nicht nachhaltig. Genau, da waren die Mitarbeiter am Anfang, sehr begeistert, auf jeden Fall. Wir haben es wirklich nachhaltig gemacht. Und dadurch haben wir auch deswegen in den 2010er Jahren nachhaltig die Organisation verändert, weil wir gesagt haben, es ist ja nicht nur der Familie Haase ihr Spaß und die Mitarbeiter machen da irgendwie mit, sondern wir haben dann auch unsere Organisationsform, für die wir eigentlich ja heute bekannt sind. Es wird immer so flapsig gesagt und stimmt ja auch, wir haben keine Chefs mehr bei Tele, wir organisieren uns demokratisch über Gremien, zum Beispiel auch heute Trigos war zum Beispiel das Thema Digitalisierung, gibt es eine Interessensgruppe von Mitarbeitern, die Digitalisierung bei uns im Unternehmen vortreibt. Wir haben keine ausgemachte Strategie, IT-Strategie, sondern die Mitarbeiter wünschen sich Software, das wird dann diskutiert und das funktioniert. Das haben wir über 8 Jahre mittlerweile perfektioniert und wir sind ja auch wirtschaftlich sehr erfolgreich mittlerweile. Aber das Thema Nachhaltigkeit war von Anfang an bei uns ein Riesenthema. Aber wir haben so ein bisschen diesen systemischen Ansatz. Wir haben gesagt, wir geben die Verantwortung zu den Mitarbeitern und diskutieren auch, was Nachhaltigkeit für uns bedeutet. Und die Familie Haase hat so ein Rahmenwerk drum gelegt und am Anfang natürlich noch immer inspiriert durch Eigentümer, noch immer inspiriert durch mich. Aber mittlerweile ist dieses Thema Nachhaltigkeit bei uns eingegangen, mündet jetzt, dass wir seit dieser Woche klimapositiv sind. Das heißt, wir haben natürlich noch einen Teil Zertifikate, aber wir haben nur noch 180 Tonnen CO2-Differenz. Das ist gut. Wir haben die größte Solaranlage Wiens auf dem Dach. Wir produzieren jetzt im Sommer großen Teilen nur noch mit unserem eigenen Strom unsere Produkte. Wir geben Mitarbeitern, das ist jetzt das Nächste, weil es ein systemischer Ansatz ist, wir haben schon seit 8 Jahren Work Anywhere, um Fahrten ins Büro zu vermeiden. Das heißt, bei uns entscheiden die Mitarbeiter selbst, ob sie zu Besprechungen ins Büro kommen oder ob sie sich digital einwählen. Wir haben fast alle unsere Server abgebaut, sind jetzt auch in der Cloud mit unserer Firma. Und das sind diese Dinge, die wir einfach getan haben. Und da bewegen wir. Wir fangen jetzt an, ein virtuelles Stockwerk oben aufs Gebäude zu bauen. Das heißt, wir werden zukünftig zu keinen Messen mehr gehen.
Sie können dann 3D-mäßig in Realtime durch unser tatsächliches Gebäude gehen, Sie durch eine Tür und oben haben wir dann für die Partner weltweit, wir haben so 52 Partner weltweit, Partnerräume, Schulungsräume, aber dann völlig digital mit Avataren. Und das sind diese Dinge, wir möchten das heißt, auch nicht Sie gehen, mehr so Sie viel werden reisen. Nie mehr wieder zu Messen gehen? Ist das ein, ist das also wir eine, gehen schon noch zu Messen, aber nicht mehr so mit großen Ständen. Und der Klassiker, ich glaube, Messen haben sich überholt. Das hat man die letzten Jahre jetzt gesehen. Es wird andere Formate geben, weil natürlich der persönliche Kontakt wichtig ist. Aber so nach dem Motto, das ganze Gerümpel mit viel Geld und viel natürlich auch ökologischen Nicht-Fußabdruck irgendwo nach Nürnberg zu fahren, das möchten wir in der Zukunft auch nicht mehr machen. Spannend. Vielen Dank. Ganz kurz, Bernhard, vielleicht an dich. Ist es ein Zufall, dass wir hier dann doch letztendlich drei Vertreter von Familienunternehmen haben? Handeln die nachhaltiger, weil Führungskräfte ihren Nachfolgern oder weil Eigentümer ihren Nachfolgern was übergeben wollen? Oder ist das eine platte Vereinfachung? Na, ich glaube schon, dass das einen gewissen Faktor auch mitspielt. Also gerade die Familienunternehmen und viele unserer Kunden sind Familienunternehmen und da merkt man eigentlich schon dieses Umdenken. Also die sind nicht unbedingt nur profitgesteuert. Klar, man macht quasi ein Unternehmen nicht des guten Willens, sondern möchte damit natürlich auch Gewinn erzielen. Aber man merkt schon, dass gerade Familienunternehmen sehr viel Wert darauf legen, auch etwas den Kindern zu hinterlassen und auch die nicht sich die Frage dann stellen zu müssen, ja, was habt ihr gemacht damals? Ihr hättet ja die Möglichkeit gehabt, weil ihr seid Unternehmer. Also das sieht man schon sehr oft in Diskussionen, dass gerade Eigentümer, Familienunternehmen sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit schon sehr früh gesetzt haben. Wie der Herr Ruppert richtig sagt, die Firma Effer hat, glaube ich, 2005 den ersten Nachhaltigkeitsbericht herausgebracht. Ja. Also man sieht schon, dass da hier wesentlich mehr Richtung Nachhaltigkeit von vornherein bei Familienunternehmen investiert wird. Ja. Umgekehrt gefragt, kann ein Kapitalunternehmen, ein CEO, der in Quartalszyklen denkt, überhaupt große Kursänderungen vornehmen? Ich glaube, das ist genau der springende Punkt aktuell, dass das eben in der Vergangenheit nicht in der Form passiert ist, wie es hätte sein sollen. Das heißt, hier greifen jetzt quasi Regulative ein. Hier ist die EU natürlich im europäischen Raum gefragt, entsprechende Regulatorien vorzugeben, die Gesetzeslage in den entsprechenden Ländern entsprechend auch auszuführen. Das heißt, letztendlich wird man als Großunternehmen, das vielleicht aktienbörsennotiert ist, dazu auch gezwungen, ein Stück weit nachhaltiger zu agieren. Und ich denke, das ist notwendig, weil es kann nicht nur sein, dass die Familienunternehmen quasi diese Last tragen, sondern das muss ein gemeinschaftlicher Ansatz sein, weil letztendlich haben wir genau diesen einen Planeten und den gilt es so gut wie möglich zu erhalten. Und deswegen müssen diese Unternehmen ein Stück weit auch gezwungen werden, in diese Richtung umzudenken. Ja. Ich denke, darf ich ganz kurz dazu sagen, möchte ich einfach sagen, das haben Sie vorher schon gesagt, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass jetzt der Kapitalmarkt gezwungen ist, dass der Kapital gebunden ist an nachhaltiger Entwicklung. Das wird die Firmen zum Umdenken bringen. Also ich glaube, dass gesetzliche Regularien hin oder her, aber ich glaube ganz einfach, die Möglichkeit an Kapital zu kommen, um wirtschaften zu können, wenn das nur noch unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung gestellt wird, dann das wird es nachhaltig verändern. Frau Pupeter, ja? Ja, ich glaube überhaupt nicht, dass Familienunternehmen nachhaltiger sind als Aktien, börsennotierte Unternehmen. Es hängt einzig und allein von dem Führungsteam ab, welche Bewusstheit dieses Führungsteam hat zum Thema Sustainability. Und ich kenne sehr viele KMUs, die einfach andere Sorgen haben als Umweltschutz und Sustainability. Und ich bin total froh, dass wir hier im Unternehmen auch von unseren Kunden total getriggert werden, dass wir in die Sustainability gehen und Umweltschutz auf unsere Fahnen heften, ganz stark in jedem Bereich. Also wir werden von außen gezwungen und ich bin auch sehr froh, dass die Sustainability jetzt an den börsennotierten Unternehmen eingepreist wird. Also dass das einfach den Börsekurs in Zukunft massiv bestimmen wird. Und die Großen, das sehe ich hier bei der Föst, die investieren dermaßen viel in Umweltschutz und die haben auch die Mittel und die Forschungszentren. Also das würde ich überhaupt nicht unterstreichen, dass die Familienunternehmen, die KMUs, die Treiber der Umweltverträglichkeit sind, weil die zum Teil einfach wirklich laufen jeden Tag, dass sie durchkommen. Also wir haben da drei Musterbetriebe, aber das ist überhaupt keine Aussage als Familienunternehmen, dass ich sauberer bin als die anderen. Herr Notbauer, Herr Stelzmann hat es angesprochen.
Green Finance, Kapitalmarktvorteile. Ich ziehe die Frage jetzt vor, ich hätte sie eigentlich am Schluss eher gesehen gehabt. Spüren Sie da schon irgendetwas? Spüren Sie Vorteile bei Ihrer Bank, weil Sie den Trigos gewonnen haben? Müsste ich jetzt an meinen Finanzer weitergeben, die Frage. Mir wäre es in der Geschäftsleitung noch nicht sichtbar geworden. Ist noch nicht Thema gewesen. Herr Stelzmann, haben Sie das Gefühl, dass Sie schon irgendwelche Vorteile haben? Sicherlich. Das Thema kommt ja jetzt erst relativ, das Thema kommt jetzt relativ frisch auf den Tisch. Die Diskussionen mit den ersten Banken, was das eigentlich bedeutet, haben wir eigentlich jetzt vor einem halben Jahr. Also mein Co-Geschäftsführer ist für die Finanzen auch zuständig. Aber wir haben so vor einem halben Jahr die ersten Diskussionen geführt, was es auch bedeuten kann, weil es ja für uns auch immanent wichtig ist. Nur natürlich machen wir das aus uns selbst getrieben, aber es ist wichtig, einfach wie zu wissen, wie zukünftig so die Vergabekriterien sind. Und das war jetzt bis vor einem Monat noch überhaupt nicht so richtig klar. Selbst die Banken konnten noch keine richtige Aussage machen. Sie stimmen zu, Frau Popeter. Kann ich bestätigen, also es ist kein Thema bei der Bank, wie wir umwelttechnisch dastehen derzeit. Überhaupt kein Thema. Ich habe die letzten Wochen verhandelt, überhaupt kein Thema. Rendite, Planungen, Rentabilität, Eigenkapitalquote, das wird gespielt. Und wenn du da gut bist, dann wird viel, viel in Kauf genommen. Aber das wird sich ändern, davon bin ich überzeugt und ich bin sehr froh, dass der Weg dahin geht. Wann, glaubst du, Bernhard, wird sich da was ändern? Wann wird es so Vorgaben geben, um das im Kreditscoring irgendwie auch darzustellen? Wird es das überhaupt geben? Ich glaube, das wird jetzt sehr schnell gehen, aus meiner Erfahrung heraus. Also was ich so jetzt auch von der Presse mitbekomme, vielleicht auch das Thema, weil Familienbetrieb war nachhaltiger, ja, nein. Ja. Ich glaube, das Thema ist nicht, dass quasi Familienbetriebe nachhaltiger sind, sondern die haben das viel früher erkannt und schon viel früher getan. Als die Großunternehmen. Das ist vielleicht auch der springende Punkt dahinter, aus Eigenantrieb heraus. Ja. Und die Großunternehmen müssen oder werden jetzt auch gezwungen, quasi in Nachhaltigkeit zu investieren, weil eben also diese Finanzierungsthemen werden kommen. Da bin ich davon überzeugt. Ich glaube, da reden wir jetzt nicht mehr von den nächsten 5 bis 10 Jahren, sondern ich glaube, dass wir das in den nächsten 2, 3 Jahren schon massiver sehen werden, dass hier entsprechende Vergaben auch auf Basis des ökologischen Fußabdrucks vergeben werden. Ja. Und wir sehen es ja, eine der großen österreichischen Versicherungen hat ja vor kurzem eine Kampagne lanciert mit kann eine Fahrradversicherung ein Windrad antreiben? Ich war da total überrascht, was da dahinter ist und das geht ganz klar in diese Richtung. Wo investiert diese Versicherung ihr Geld? Mhm. Wo investiert die Versicherung die Fahrradprämie? Und da ist ein klares Versprechen in nachhaltige Investitionen drinnen und das heißt, es ist schon da. Bei uns noch nicht angekommen, aber... Bei den kleinen und mittleren Betrieben eben noch nicht angekommen. Du hast, Bernhard, am Anfang in deiner Keynote die Punkte aufgezählt, die jetzt sozusagen auf produktseitig auf die Industrie zukommen in den nächsten Jahren. Ich würde die ganz gerne, diese Punkte einzeln mit Ihnen abarbeiten. Zusammenfassend laufen die meisten dieser Punkte darauf hinaus, dass Unternehmen in ihren Geschäftsmodellen einen völlig neuen Ansatz wählen müssen. Und zwar jenen, dass der Mehrwert nicht zu dem Zeitpunkt ausschließlich zu dem Zeitpunkt generiert wird, wenn das Produkt in Verkehr gesetzt wird, sondern man muss sich auch im immer stärkeren Ausmaß überlegen, was man während des Produktlebenszykluses macht, ob es ein Geschäftsmodell für das Ende der Lebensdauer des Produktes gibt. Herr Stelzmann, an Sie, welche Gedanken haben Sie sich da schon gemacht? Also ich sage mal, wir kommen natürlich mit unseren Produkten schon, wir produzieren Industrieprodukte für erneuerbare Energien und für die Automatisierung. Also das Thema Haltbarkeit oder ich sage jetzt einfach mal Haltbarkeit ist. Also so ein Relais, was wir heute produzieren, hält normalerweise, das wissen wir, irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren, wenn es mockelig im Schaltschrank ist, weil es auch in Windrädern oben drin ist. Und wir haben sicherheitsrelevante Produkte, die schalten große Maschinen im Vorfeld aus, wenn es Störungen sind, also diese Zeit- und Überwachungsrelais. Und da, ich denke, da, das ist bei uns schon eingepreist. Was wir natürlich klassisch getan haben, ist jetzt in den Redesigns fangen wir an. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, unsere Produktpaneele zu überarbeiten, um den Stromverbrauch zu senken.
ist natürlich bei uns in einem relativ kleinen Bereich. Das Thema ist natürlich, mit was wir uns beschäftigen. Das ist natürlich aber auch dann wieder schon auch durchs Gesetz vorgegeben, ob wir Gehäuse, wir haben Kunststoffgehäuse, ob wir diese Kunststoffgehäuse durch andere Stoffe ersetzen können. Leiterplatten, da haben wir zum Beispiel jetzt ein Thema, wir exportieren zum Beispiel auch über eine große deutsche Firma aus Wien nach China. Da haben wir sicherlich heute einseitig bespielte Papierleiterplatten. Und da geht es dann auch schon hin, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wir sind da, aber ich glaube, das Thema wird bei uns ein bisschen anders noch kommen durch die Digitalisierung, wenn unsere Produkte werden auch kommunikativer, bis hin, dass ich mir vorstellen kann, dass wir irgendwann auch wie ein Handy Industrieprodukte verkaufen. Das heißt, was tun wir? Wir sind gerade dabei, unsere Produkte modular aufzubauen. Was modular dann auch bedeutet, ist, dass sie virtuell vorkonfigurierbar sind, was dann natürlich auch spart. Sie müssen, was dann auch Entwicklungsaufwand spart, was die ganzen Dinge, auch der Kunde, sage ich mal, kann sich direkt sein persönliches Relais, und dieses Customizen kommt auch in der Industrie, dann irgendwann zusammenstellen, und dann sind wir auch von der Fertigung her besser aufgestellt. Also alles, was so rundherum, was mit Maschinenpark und so weiter und Belegschaft zu tun hat, tun wir. Aber ich sage mal, bei uns sind die Zyklen in der Industrie natürlich noch relativ lange, weil wenn mal ein Produkt eingeführt ist, wir sitzen in Flughäfen, in Kraftwerken drinnen oder sowas, die hätten schon gerne ihr Produkt nochmal die nächsten 15 Jahre. Aber wir sind kontinuierlich dran, sage ich mal, sehr kontinuierlich immer wieder das Produkt anzupassen. Aber wie gesagt, alleine durch die Freigabeprozedere sind wir da sehr stark eingeschränkt. Also wir können da keine disruptiven Schritte machen. Das würde bei uns, würde uns die Kunden nicht abnehmen. Frau Bubeter, Sie produzieren Handys, die letztlich per se Wegwerfprodukte sind, ob man sie jetzt nach 8 Jahren wegwirft oder wie so manche junge Menschen nach 1 oder 2 Jahren das Mobiltelefon. Welchen zusätzlichen Mehrwert über den Produktlebenszyklus schaffen Sie und mit, wie versuchen Sie die Lebensdauer eines Produktes zu verlängern? Naja, von unserer Zielgruppe wissen wir, Herr Leudl, dass die einfach schätzen, wenn etwas reparierbar ist. Also die Älteren sind keine, die haben gelernt zu sparen. Und wenn sie wissen, ich kann mein Smartphone reparieren, dann schätzen sie das sehr. Also wir haben hier in Linz ein großes Reparaturcenter und in ganz Europa bei unseren Partnern Reparaturcenters, wo die Produkte innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 24 Stunden, repariert sind. Aber was wichtig ist, unsere Smartphones sind nicht verschweißt. Du kannst den Akku austauschen. Und es ist ja ein Wahnsinn, wenn nur weil der Akku verbraucht ist, nach 3, 4 Jahren das ganze Smartphone wegzuwerfen. Also es wird der Akku ausgetauscht und dann kann das wieder weiterverwendet werden. Wir wissen, dass Oma, Opa einfach den Kaffee mal über das Smartphone schütten. Das machen wir auch, aber Oma, Opa noch viel lieber. Und da ist es so, dass wir spritzwasserfest sind. Also wenn da ein Kaffee oder ein Wasserglas drüber läuft, dann gibt es keine Kondensierung innen. Das ist alles nanogekottet. Wir haben auch einen Sturzschutz, dass das besonders robust ist. Und das Um und Auf ist natürlich wirklich die Materialien, die sehr, sehr langlebig sind. Und wir haben auch zum Beispiel Covers, die aus Mais und recyceltem Kunststoff erstellt werden. Und dieser Fokus, Herr Leudl, der wird immer stärker. Also das ist wissend, welche Zielgruppe wir bedienen, und wissend, dass eine Deutsche Telekom unser Kunde ist, muss man eigentlich aufstehen und den ganzen Tag sich mit der Sustainability auseinandersetzen. Also das wird der große Faktor am Markt. Herr Notbauer, Sie produzieren Sicherheitssysteme. Welche Produkte und Dienstleistungen können Sie nach dem Verkauf und dem Einbau einer Lösung anbieten? Das sind auch Dinge, die schon angesprochen waren. Unsere Produkte zeichnen sich auch speziell die mechanischen Produkte, durch eine lange Lebensdauer aus. Was wir anbieten, ist nicht üblich eigentlich in der Welt, dass man auch nach 15, 20, 25 Jahren noch zum Beispiel einen Schlüssel nachbestellen kann oder einen neuen Zylinder für diese alte Anlage bestellen kann. Das heißt, wir vermeiden damit massiv das Wegschmeißen, die Verschwendung oder einfach
Es ist zwar kein Sharing-Ansatz, da tun wir uns sehr schwer. Eine Türkomponente kann nicht geshared werden. Da müssen wir uns bei den Geschäftsmodellen anders beschäftigen. Da kann man leider wenig tun an unserer Stelle. Aber die Langlebigkeit spielt uns in die Karten. Das Reparaturservice ist auch eines, das wir anbieten, aus einer der wenigen in der Branche. Typischerweise wird ein Neuprodukt geliefert, das heißt, rückgeliefert, weggeschmissen. Das heißt, wir reparieren. Das ist immer wieder bei uns eine Abwägung. Ist das wirtschaftlich, ist das nicht? Und es ist eine sehr harte Rechnung. Wir werfen aber auch natürlich die Ökologie der Reparatur da in die Waagschale und nicht nur die reine kommerzielle Betrachtung. Und dann gibt es die klassischen Dinge wie Servicierung und so weiter. Datenbereitstellung als neues Thema. Das sind so Themen. Und bei den elektronischen Produkten haben wir uns auf ein gänzlich neues Geschäftsmodell entschieden, 2014. Wir haben die Software nicht mehr zum Kauf angeboten unseren Kunden. Ist quasi fast vorweggenommen, das, was da jetzt über die Regularien kommt, sondern wir haben Pay-per-Use-Modelle und Rentmodelle gebracht. Mhm. Im Hinblick auf einerseits glasklar wirtschaftlich, wir wollten die Einstiegshürde senken in den elektronischen Zutritt. Keine Software, die mehrere tausend Euro kostet für vielleicht eine Anwaltskanzlei, die nur 20 Türen hat, wo die Software mehr kostet als die 20 Türkomponenten. Mit Pay-per-Use, Key-Credits haben wir da als Währung eingeführt, zahlt man nur dann, so wie in der Mechanik, wenn man einen neuen Schlüssel braucht. Und diejenigen, die viele neue Schlüssel brauchen, kriegen natürlich auch eine Flatrate für 12 oder 36 Monate. Das heißt, in die Richtung für die Kunden wertvoll, weil die Einstiegshürde gesenkt wird, für uns wertvoll, weil wir Recurring Revenues über die Lebensdauer kriegen. Und so weiter. Zwei unserer Zuseher fragen, ich ziehe die Frage deshalb jetzt hier rein, weil sie glaube ich, gerade beim Thema Innovation recht gut passt. Ganz konkret an Sie, Herr Stelzmann. Innovation und Startups. An Sie persönlich, wie läuft in dem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit Startups über den Factory Hub? Ist Nachhaltigkeit der Produktideen dieser Startups ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Kooperation? Hui. Ja, okay, vielleicht für die anderen Teilnehmer der Factory Hub. Wir haben einen eigenen Hub in unserem Gebäude. Bei uns können Startups, wir vermieten unsere Flächen, da wir ja Work Anywhere haben und auch selber nicht mehr aussehen, vermieten Flächen an Startups und wir sharen Maschinen und 3D-Drucker und so weiter und so fort. Und da können die 24 Stunden ans Haus. Die Auswahl, ja, wir hätten gerne sehr viel mehr ökologische Startups. Das ist natürlich aber auch immer ein bisschen schwierig, weil ich sage mal, wir sind in der Elektrobranche, also wir wählen unsere Startups sicherlich auch im ökologischen Gedanken aus, aber hauptsächlich so, dass wir sehr gut mit ihnen kooperieren können. Wir nehmen sie nämlich als Unternehmer wahr und wir möchten sehr viele Schnittpunkte mit ihnen haben. Das heißt also, wir möchten auch die Möglichkeit haben, von ihnen zu lernen, was ihre Agilität und was alles angeht. Auf der anderen Seite haben wir eine operative Exzellenz, Ideen umzusetzen und die in Produkte zu gießen. Und das ist, glaube ich, ein Thema. Wir haben jetzt ein ökologisches Start-up genommen. Das ist auch das erste, das nicht direkt Hardware, ein Businessmodell mit Hardware hat, weil wir gedacht haben, das erste Start-up, was wir haben, das war Indoor Farming. Da achten wir schon ein wenig drauf, aber wir können das nicht in Gänze machen. Es kommt immer so drauf an, wie viel Startups haben wir im Unternehmen. Wo sind die Touchpoints, wo können wir am besten mit ihnen kooperieren? Das ist oder auch, wie passen sie jetzt zu unserem Produktportfolio? Wo können wir, sage ich mal, auch ein bisschen Innovationstransfer gehen? Wo kann man auch gut kooperieren? Wir haben uns jetzt zum Beispiel auch, und das ist jetzt in der Nachhaltigkeit, haben wir uns bei zwei Startups beteiligt in Soul Ocean. Das sind schwimmende Photovoltaik, weil wir zu... Ja, nachhaltig. Und wir möchten auch zukünftig dort bis hin, heute kauft man Zertifikate in China und wohl über in der Welt. Und wir möchten als Tele eigentlich auch ein Projekt haben, mit dem man Zertifikate generieren kann und das möglichst aus Österreich. Mhm. Und dann haben wir uns gerade gestern in ein Startup beteiligt,
dass zum Beispiel den ganzen Bestellprozess, dass quasi den Match zwischen KMUs und Kunden völlig digital macht. Und das, wie gesagt, das geht bis hin, dass die Maschinenkapazitäten von KMUs werden quasi, wenn sie dann den Zugang bekommen bei den KMUs an die Maschinen, die Kapazitäten werden angezeigt und da gibt es ein automatisches über KI, Matchmaking. Und da achten wir, ob wir da jetzt drauf, bewusst drauf achten. Ich glaube, es ist schon bei uns in der DNA drin, wenn ich überlege, ja, tun wir. Und die zweite Frage haben Sie mir jetzt eigentlich auch schon beantwortet. Die zweite Frage ist nämlich an Sie beide, Frau Popeter und Herr Notbauer. Sind Startups Ihrer Meinung und Erfahrung nach eher Konkurrenten oder Kooperationspartner? In Ihrem Falle holen Sie sich die definitiv ins Haus sozusagen. Ja, genau. Herr Notbauer, wie sehen Sie das? Definitiv Kooperationspartner. Mhm. Bei uns geht es darum, Sie haben es am Anfang erwähnt, die Forschung nach dem batterielosen System. Mhm. Da kennen wir bei EFA schon auch unsere Grenzen und wir kennen auch, wie lange es dauert, in der Grundlage zu forschen. Das ist zu lang, um einen Markteintritt vorzubereiten. Und da sind wir aktuell gerade aktiv auf der Suche nach Startups aus dem Energy Harvesting Bereich, die Technologien haben, die in unserem Systemumfeld wirklich gut einsetzbar sind. Das heißt, Startups, die Technologien reinbringen, die uns helfen, nachhaltigere, sprich Produkte zu machen, die keinen Energiespeicher mehr brauchen. Das heißt, das ist da unser Problem. Das heißt, definitiv der Kooperationspartner an der Stelle und nicht. Das sollten wir uns unterhalten, da kann ich vielleicht helfen. Wir haben noch ein paar im Portfolio in uns. Genau, sehr, sehr gerne. Schließen wir uns kurz. Frau Peter, arbeiten Sie mit Startups zusammen? Ja, also für mich sind Startups eine Freude und wir haben ein eigenes Unternehmen, mit dem wir uns an verschiedenen Startups beteiligt haben. Und für uns sind dadurch, dass wir aus dieser Betreuung der Älteren und der Digitalisierung der Älteren kommen, auch Startups mit sehr massiven sozialen Innovationen, schon Technik, aber wo dieser soziale Aspekt ganz stark berücksichtigt ist, also die Einsamkeit, die Sicherheit für die Älteren, das ist unser Fokus. Wie können wir die Älteren neben dem Smartphone unterstützen, dass ihre großen Sorgen und Ängste wie Einsamkeit und Sicherheit bewältigt werden? Da haben wir verschiedene Beteiligungen und unser Konzept ist, dass wir uns an interessanten Startups beteiligen und diese dann auch, wie Sie, Herr Stelzmann, überführen in die Produktion und in die Umsetzung ihrer sehr, sehr guten Ideen und Produkte. Wir haben eine Reihe von Beteiligungen über ein anderes Unternehmen, in dem ich drinnen bin. Mhm. Themenwechsel, Lifecycle Assessment. Kennen wir alle als Tool der Kostenoptimierung sozusagen. In Zukunft wird da auch das Thema Rezyklierbarkeit, Verpackung, wo kommen die Dinge her, ein Thema sein. Frau Popeter, Sie haben es, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Aufgrund der Zertifizierung der Wertschöpfungskette in Ihrem Bereich ist da relativ viel bekannt. Wie gut kennen Sie die Lieferanten Ihrer Lieferanten? Also ich kenne die Lieferanten meiner Lieferanten gut, muss aber ehrlich sagen, dass es zum Teil wirklich schwierig ist, die Hand ins Feuer zu legen für das, was einem präsentiert wird, für das, was man sich anschaut. Und eine Reihe von Kunden, zum Beispiel die Swisscom, sagt, es kommt mir kein Smartphone, kein Produkt ins Haus, wo ich nicht vor Ort die Factory zertifiziert habe nach meinen Standards. Also das sind soziale Standards, sind technische Standards, chemische Standards, also ein sehr anspruchsvolles Produkt. Die gehen, Paket, die gehen in unsere Fabriken und schauen sich an, wie wird ein Emporia-Smartphone, wie wird ein Emporia-Tastentelefon produziert. Und wenn wir das nicht erfüllen, dürfen wir nicht liefern. Also wieder, wir sind getriggert von den Großen und wir werden genauso behandelt als Mittelständler wie eine Samsung und eine Apple, wissen Sie. Das ist eigentlich unser großer Drive. Darum glaube ich, dass man als Familienunternehmen schon ordentlichen Push auch von außen braucht. Sonst kann ich mir das gar nicht leisten, diese aufwendigen Geschichten. Wie viele Wertschöpfungskettenschritte zurück, wissen Sie Bescheid? Oder weiß dann die Swisscom Bescheid sozusagen? Die Swisscom, würde ich sagen, 3 Schritte zurück. Ja, genau. Und das wird aber auf Herz und Nieren geprüft. Ja? Also treibt uns in diesem Nachhaltigkeitsthema enorm. Also wir brauchen nicht mehr sehr viel machen selber, weil wir so getriggert werden. Mhm. Ja.
Herr Notbauer, wie tief kennen Sie Ihre Wertschöpfungskette? Ich habe da gerade den Nachhaltigkeitsbericht aufgemacht dazu, weil wir haben da eine spannende Strategie. Ich war vor meinem Job bei EFA in einem Großkonzern und wir hatten globale Netzwerke. Was ich bei EFA kennengelernt habe, war das genau Gegenteilige. Wir haben 51% der Lieferanten aus Österreich. Knapp 85% oder so sind Österreich, Deutschland, Italien, Schweiz, unsere Nachbarländer. Das heißt, wir gehen wirklich den Weg der Lokalität und der langfristigen Beziehung. Ich habe da zweite Zahl noch, dass mit 70% der regionalen Lieferanten seit mindestens 20 Jahren eine Geschäftsbeziehung besteht. Das heißt, wir gehen da definitiv den Vertrauensweg. Das heißt nicht Kontrolle wie der Großkonzern, sondern wir vertrauen auf unsere lokalen Lieferanten. Und wir wollen das noch weiter stärken. Es hat sich nämlich für uns sehr gut ausgezahlt während der Corona-Krise, wo globale Wertschöpfungsketten zusammengebrochen sind. Unsere lokalen sind nicht zusammengebrochen. Das heißt, in unserem Nachhaltigkeitsbericht haben wir ganz klar das Ziel, das noch weiter auszubauen. Und ich bin da mittlerweile nicht mehr skeptisch. Ich bin überzeugt, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist für ein Unternehmen wie die Firma EFA. Das heißt, die Motoren für Ihre elektronischen Schlösser kommen aus Europa? Das sind die 4%, die nicht aus Europa okay, kommen. Das heißt, wissen Sie, wie es da in den Fabriken aussieht? Beziehungsweise wissen Sie da, wo die Fabriken sourcen? Beziehungsweise wollen Sie es gerne wissen und was würden Sie lernen? Wir wissen es nicht im Detail. Wir gehen aber dort auch den Weg. Wir gehen zum Beispiel nach Japan für das Motorensourcing. Das heißt, in einen der mehr entwickelten Märkte in Asien. Mhm. Wo wir momentan nicht herumkommen, wir haben Spezialtechnologie bei sehr kleinen Elektroniken. Da kommen die Leiterplatten heute noch aus China. Sie werden aber in Deutschland bzw. in Österreich bestückt, nano-gecoated oder lackiert und so weiter. Das heißt, wir haben kleiner 4%, wissen wir es nicht so gut. Mhm. Und da werden wir sicher noch Schritte machen. Herr Stelzmann, wie auskunftswillig sind denn Ihre Lieferanten? Ich gehe mal davon aus, dass man Sie als in Ihrem Fall Regisseur, CEO, Miteigentümer, dafür interessiert, wie das produziert wird, was man verbaut. Absolut. Ich bin so irgendwo zwischen Frau Pupeter und auf meinem Vorredner wieder. Also bei uns ist es erstmal ganz klar, wir sind so ja der kleinste und größte reine Zeit- und Überwachungsrelaishersteller hier in Europa oder auf der Welt. Und wir haben Großkunden. Im Endeffekt sage ich jetzt einfach mal, die werden auch nicht mehr immer so gern genannt, aber es ist der Siemens, es ist der Bosch, es sind die Weidmüllers und Phoenixe, die wir beliefern. Und das sind Großkonzerne, die natürlich auch auf uns Druck ausüben, diese ganzen Lieferketten bis hinten hin auch, sage ich mal, bis zum Abbau nachzuverfolgen. Auf der anderen Seite haben wir aber genau dieselbe Strategie. Wir sourcen, wenn es geht, in Österreich. Also unsere Leiterplatten kommen eigentlich fast zu 100% aus Österreich. Wir lassen ihn auch in der Nähe einfach auch produzieren, also unsere Kunststoffspritzer. Natürlich haben wir auch blinde Flecken. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht mit 100%igkeit sagen, dass, und wir, da müssen wir auch Vertrauen aufbauen. Und da schließe ich mir meinem Vorredner an, wo das Granulat jetzt in allerletzter Ecke irgendwo herkommt. Wir bemühen uns sehr, die Dinge nachzuverfolgen. Wir sind auch gezwungen, die Dinge nachzuverfolgen und da wächst auch der Druck ständig. Also das, da, ich sage mal, da gibt es auch nicht viel zu drüber reden. Ich sage mal, wir haben vielleicht noch einen Vorteil zu Frau Pupeter, weil wir im B2B-Geschäft sind. Wir können leichte Pappe, wiederverwendbare Pappen und so weiter und so fort einsetzen. Da kommt es jetzt nicht mehr so drauf an, dass es lackiert oder Hochglanz ist oder und so weiter und so fort. Da haben wir es noch vielleicht einen Ticken einfacher. Aber im Nachhinein sind wir auch einmal so von der Seite unserer Kunden her und aus uns selbst heraus haben wir, denke ich, auch, ich habe keinen Nachhaltigkeitsbericht zum Nachblättern, aber ich würde mich da fast in der gleichen Range sehen. Frau Pupeter, Sie wollten, ja? Ich muss die europäische Glückseligkeit jetzt unterbrechen. Wir haben einen Standort in Shenzhen mit 40 Chinesen und einem Österreicher als Boss. Alle Smartphones werden in China produziert, von der ganzen Welt. Und es wäre mir sehr, sehr recht, wenn die Europäische Union dazu übergehen würde, hier in Europa eine Smartphone-Produktion aufzubauen. Ich denke, das wird an die 10 Jahre dauern.
Und China hat ein Know-how und ein Supply Chain Management entwickelt. Da kann man sich nur anschnallen und da hat man überhaupt keine Chance. Also wir haben europäische Designer, wir haben europäisches Zubehör und. Aber unsere Smartphones werden in China in 5 verschiedenen Fabriken gebaut und unsere Tastentelefone. Und das wird leider noch lange so bleiben. Und ich als kleiner Zutschki da aus Europa werde daran nichts ändern. Da muss die Frau von der Leyen andere Linien ziehen. Und ich fände es ganz wichtig, dass wir uns da autonom machen. Aber das ist überhaupt nicht absehbar. Das wäre vielleicht auch so ein bisschen eine Frage an dich. Bernhard, ist das eine wird das auch eine gewisse Reindustrialisierung möglicherweise in Europa triggern oder ist das illusorisch, dass man sagt, es wird lokales Sourcing jetzt gefördert dadurch? Also lokales Sourcing definitiv. Also man hat sich gesehen, jetzt gerade mit Corona ist das nochmal ein Boost mehr. Aber was schon das Thema ist, gerade in dem Sourcing, ist quasi auch die Industrie 4.0. Das heißt, wir haben ja das Thema, warum sind quasi Unternehmen aus Europa weggegangen, weil dort einfach die Arbeitskraft billiger war. Mit der zusehendsten Automatisierung hat man da natürlich wieder einen entscheidenden Vorteil gewonnen. Und man sieht ja auch, also die Firma Telehase lässt Leiterplatten in Österreich fertigen. Ja. Das war vor 20 Jahren, wie man gesagt hat, okay, man macht billigst produzieren, was nur geht, alles ins Ausland abgewandert. Ja. Und jetzt sieht man sukzessive wieder diese Kernkompetenzen zurück in das eigene Land sogar, um zum einen die Transportwege auch zu reduzieren, weil das ist ja auch oft ein Thema. Nicht nur jetzt mit der Pandemie, dass eben Transporte teilweise gar nicht mehr stattgefunden haben, aber auch generell, damit man auch den CO2-Footprint verbessert natürlich. Weil es ist natürlich toll, wenn die Leiterplatine nicht dreimal um den Globus fahren müssen, weil letztendlich die Bauteile kommen irgendwo her, die Platinen werden irgendwo gefertigt. Das Ganze hat schon dazu geführt, dass wir quasi die Wertschöpfung auch wieder nach Europa bekommen in gewissen Bereichen. Beim Smartphone, da bin ich eher bei der Frau Bubeta, wird das nicht so einfach werden, weil auch diese Kompetenz letztendlich fehlt aktuell, ja, dass China hier aufgebaut hat. Ja. Aber in gewissen Bereichen der Industrie wird es auf alle Fälle wieder quasi die Rückwanderung ins Ursprungsland geben, eben auch aufgrund der Automatisierung. Aber eben gewisse Kernbereiche, da haben wir halt einen Weg noch zu gehen. Und ich bin auch bei der Frau Bubeta, ich glaube, man sollte sich doch auch diese Kompetenz wieder zurück nach Europa auch holen und auch letztendlich den Wirtschaftsstandort Europa besser dadurch auch absichern. Ja. Mhm. Herr Notbar, ich glaube, im Vorbereitungsgespräch haben wir darüber gesprochen, wie gerne Sie eigentlich wissen würden, nicht nur aus Kostensicht, sondern auch aus Nachhaltigkeitssicht, wie gerne Sie da weit in die Wertschöpfungskette reinschauen würden. Wie notwendig wird es denn? Weil ich glaube, es ist ja noch nicht wirklich klar, wie genau dieses ökologische Lifecycle Assessment dann tatsächlich stattfinden wird. Oder ist das klar mittlerweile? Derzeit sieht man da tabellarisch in Datenbanken nach, sagt, okay, der Motor hat diesen Ding und damit rechne ich dann den Footprint. Wie genau wird das sein? Wird man da tatsächlich dann auch die Solarenergie, mit der irgendetwas in einem Unternehmen hergestellt wird, kalkulieren können? Oder sind das nur so Modulwerte, wo man dann Dinge zusammen rechnet? Womit rechnen Sie sozusagen im Laufe des laufenden Jahrzehnts? Also gänzlich unbekannt ist es nicht, zumindest nicht für uns in unserer Branche. Die Schloss- und Beschlagshersteller haben eine Arbeitsgemeinschaft und die haben schon sehr früh sogenannte Umweltproduktdeklarationen definiert, wo ein Lifecycle schon mit drinnen ist. Ich habe vorher geblättert in der Unterlage, die ich mit hatte, wo man über die Details der Materialien gesprochen haben. Auf der Ebene ist es noch nicht, aber dort sind Materialien angeführt wie Stahl und Messing und der Motor als Gesamtes. Das heißt, der Motor wird noch nicht runtergebrochen. Es wird dort bewertet, wie viel CO2 entsteht für den Transport zur Baustelle, wie viel für den Austausch, wie viel Energie über den Lebenszyklus verbraucht wird, wie das die Erderwärmung beeinflusst, wie das zum Beispiel die höheren Ozonschichten beeinflusst. Das heißt, der Fachverband oder unsere Arbeitsgemeinschaft hat hier schon Pionierleistung gemacht mit diesen Umweltproduktdeklarationen. Und die stehen jetzt, und das ist für uns noch das große Fragezeichen, vor einer Weiterentwicklung durch die EU-Gesetzgebung, wo wir in der Tat noch nicht wissen, wie genau wird ein Motor runtergebrochen werden. Und heute steht da 0,13 Gramm oder so oder 130 Gramm und mehr noch nicht. Also das ist schon noch das Fragezeichen, das wir haben. Wir sind aber schon ein gutes Stück gegangen und
für unsere insbesondere digitalen Produkte haben wir da wirklich schon einen sehr guten Abriss von der Wiege zur Wiege eigentlich. Und ja, wir sind da eigentlich guter Dinge für das, was kommen mag. Das werden wir hinkriegen. Wir haben schon so viel geschafft auf dem Weg und das, was da noch kommt. Wir werden wahrscheinlich tiefer bohren müssen bei den Supply Chains. Wir werden unseren Motorlieferanten in Japan vielleicht auch auditieren müssen, assessieren müssen. Am Ende des Tages ist es auch einmal wieder eine schöne Dienstreise mit all den Webmeetings. Themenwechsel, Recht auf Reparatur. Ah, bitte, Frau Pupeter, jederzeit. Ich hätte ganz im eigenen Interesse. Herr Stelzmann, ich würde Sie gerne mal besuchen. Ja, das gerne. Klingt alles ganz verlockend, aber in real, also nicht im virtuellen Raum, sondern in Wirklichkeit. Und wie groß sind Sie denn umsatzmäßig? Sind Sie ein 100-Millionen-Unternehmen? Wie groß sind Sie? Oh, das stimmt nicht. Wir sind circa 100 Mitarbeiter und haben so irgendwas zwischen 13 und 15 Millionen Umsatz. Okay. Gut. Ein Klein- oder Mittelunternehmen in Österreich. Ja, ein KMU, ja. Mhm. Ich habe mir nicht, weil es kostet schon viel Geld. Und eine Sache Aber wenn Sie trotzdem Interesse haben, lade ich Sie gern herzlich ein. Das würde mich sehr freuen. Ich würde Sie gerne zum Recht auf Reparatur fragen. Recht auf Reparatur hätte jetzt eigentlich im September kommen sollen. Wir wissen nicht, ein Gesetz. Ich glaube, es ist noch nicht durch. Ich habe jetzt recherchiert, aber ich also noch September angekündigt, aber ich glaube, es ist noch nicht durch. Ja. Noch gibt es keine rechtliche Verpflichtung, dass man Ihre Mobiltelefone auch repariert, Frau Kubeta. Ja, aber das ist total wichtig. Und ich überlege zum Beispiel hier im Haus, dass ich eine Schaureparatur mache, wo die Älteren kommen und wirklich zuschauen können, wie ihr Handy wieder in Schwung gebracht wird. Und die lieben das. Also das müssen wir machen, reparieren. Wir müssen reparieren. Und wenn es nicht mehr geht, muss man das wieder recyceln und refurbischen, dass es wieder in den Prozess kommt. Das muss verwertet werden. Ganz wichtig. Herr Stelzmann, Sie haben es ganz am Anfang bei der ersten Frage, haben Sie vielleicht so ein bisschen auch darauf hingewiesen. Recht auf Reparatur ist in Ihrem Fall wahrscheinlich jetzt relativ, aber Refurbishment als Geschäftsmodell? Derzeit noch nicht, überhaupt noch nicht. Also das haben wir derzeit überhaupt noch nicht drin, weil ich sage jetzt einfach mal so, es ist natürlich auch, wenn Sie ein günstiges Zeitrelais kaufen, das kostet irgendwo, ich sage jetzt mal 15 Euro, da wird, ich sage mal, da hoffe ich immer, dass der Kunde, der es einsetzt, es dann auch ordnungsgemäß vielleicht dann entsorgt. Weil wenn Sie, sage ich mal, so ein Relais dann quer noch durch die Welt schicken, das hat im Endeffekt keinen Wert. Also aber ich mag das gar nicht ausschließen, dass Refurbishment kommt, wenn wir in einer gewissen Modularität sind, aber derzeit noch nicht. Also klar, wenn wir Kunden innerhalb der Garantiefristen und auch darüber hinaus, die Kunden schicken dann schon die Relais hin und wir reparieren auch, wenn möglich. Meistens ist es irgendwie ein Kundenverschulden und das kriegen sie dann auch repariert. Aber sage ich mal, jetzt ist so ausgeprägt, da würde ich mich scheuen zu sagen, das haben wir. Mhm. Herr Nottbauer, in Ihrem Fall, wie sieht es da aus? Wir experimentieren etwas mit Refurbishment. Das ist ein Thema. Das Wegschmeißen ist uns einfach zuwider. Und wir sehen aber gleichzeitig auch das Problem, der Markt möchte ein neues Produkt haben. Niemand möchte, wenn er neu bestellt, ein Refurbished-Produkt haben. Wir haben jetzt ein Experiment, wo wir sagen, wir nehmen die Produkte, wir refurbischen sie in unserer Reparaturabteilung und verwenden sie für interne Zwecke. Wir haben sehr viel Bedarf für Produktschulung. Mhm. Unsere Mitarbeiter müssen geschult werden, unsere Vertriebspartner müssen geschult werden. Ich brauche da keine Neuproduktion machen, da verwende ich das Refurbished-Produkt. Spätestens nach der zweiten Schulung sind da ohnehin Kratzer und Dellen drauf. Ich brauche es nicht immer neu. Und somit schaffe ich es, einfach Wegschmeißen zu vermeiden. Mhm. Für den internen Bedarf bestens geeignet. Mhm. Und das ist so intern es verwenden, um die Müllcontainer möglichst leer zu halten, mit Altmaterialien. Also mich würde auch noch interessieren, bei dem Right to Repair ist ja auch das Thema quasi auch Upgrade drinnen. Geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung von der Frau Pupeta. Wenn ich mir jetzt überlege, so ein Smartphone hat bei Ihnen eine sehr lange Lebensdauer, da wäre es natürlich auch interessant, das Telefon auch quasi auch technisch aufzuwerten, sprich neuere Module,
Also ich habe es kurz angesprochen, Richtung Kamera oder vielleicht sogar auf 5G abzugraden. Inwieweit gehen da Ihre Überlegungen Richtung quasi auch Upgrade von bestehenden Telefonen? Und die zweite Frage, die ich gleich anschließen möchte, wollen Sie auch, dass wirklich der Konsument selbst solche Upgrades durchführt oder sollen das doch eher dann spezialisierte Partner von Emporia sein? Also die Konsumenten können keine Upgrades durchführen, weil da muss man froh sein, wenn sie lernen, wie man lädt, wie man eine WhatsApp-Gruppe installiert, was ein Google Play Store ist. Also die können nicht upgraden. Das ist absolut illusorisch. Wir sind ehrlich gesagt nicht so weit, dass man Android bringt ja alle halbes Jahr die nächste Version heraus. Und du hast dann immer wieder die Softwareanpassungen und diese Versionen werden dann irgendwann nicht mehr gewartet, wo du dann einfach bestimmte Anwendungen, Applikationen drauf nicht mehr spielen kannst und so das wirklich für die Konsumenten noch 5, 6 Jahre schwierig wird, dieses Smartphone nur zu verwenden. Und es macht für uns, also wir haben das schon mal diskutiert, derzeit noch keinen Sinn zu sagen, ein 5, 6 Jahre altes Smartphone wird dann mit einem neuen Chipset ausgestattet. Also da schauen wir dann, dass wir das wirklich, wir machen dann Upgrade-Angebote. Wir sagen, das ist unser neues Smartphone, die 5. Generation, die 6. Generation. Sie kriegen das zu einem Sonderpreis, dass der einfach sie drüber traut. Aber derzeit sind wir nicht so weit, dass wir das schaffen. Es gibt allerdings einen niederländischen Anbieter, das sogenannte Fairphone, das sich zusehender Beliebtheit erfreut, wo Teile individuell und auch von Jüngeren ausgetauscht werden können, wo das zusammengebaut wird. Aber das ist eher nicht ein Senioren-Smartphone, sondern für Jüngere. Die machen halt 50.000 Stück. Also das ist einfach trotzdem noch marginal. Aber es gibt Entwicklungen und wir werden auch darüber nachdenken müssen. Also unser CTO in Shenzhen sagt, Evelyn, schauen wir mal, was da möglich ist. Spannend und auch sehr spannend, was Sie über einen Mitbewerber erzählt haben, der vielleicht vom Markt her ein bisschen ein anderer Mitbewerber ist, aber trotzdem. Nächstes Thema, Verpackungsverordnung. Der Pionier der Nachhaltigkeitsregeln sozusagen, das, was es eigentlich schon fast immer gegeben hat, jetzt mit in neu und bunt mit dem Zusatz bis 2030 muss alles reusable und recycelbar sein. Wie sieht es denn mit Ihnen, Herr Notbauer? Sie haben jetzt doch keine kleinen Stückzahlen mit den Schlössern. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ist schon alles reusable und recyclable? Ja, ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben da in zwei Richtungen innoviert, nenne ich es jetzt einmal. Das eine war die Produktverpackung zum Kunden hin. Da sind wir weggegangen vom Kunststoff, weggegangen vom Styropor. Reine Kartonverpackungen durchgängig. Das heißt, es ist keine hochwertige Displayverpackung mehr. Da kommt eine Banderole oder ein Etikett drauf, damit man weiß, was es ist. Da haben wir enorm Kunststoff vermeiden können. Und wir haben ja auch Intralogistik bei uns bei den Fabriken, Fabrik in Tschechien, die Fabrik in Deutschland. Da haben wir vor vielen Jahren schon Mehrwegverpackungen eingeführt. Das heißt, Kunststoffverpackungen an der Stelle, wo die Produkte reinkommen, von Roboterhand reingesetzt werden, die dann verschickt werden und so weiter. Das heißt, mit Vorteilen im Transport, weil die leichter sind als die davor verwendeten Metallverpackungen. Vorteile für die Menschen, die das verwenden, weil eine 30-Kilo-Verpackung zu heben ist was anderes als 9 Kilo. Das heißt, da kommt der soziale Aspekt auch dazu. Das heißt, wir sind schon einige Schritte gegangen, aber auch dort die Frage, was kommt noch zusätzlich? Das heißt, ist der Karton, den wir heute schon verwenden, ist das schon der Horizont, ist das schon der Zenit oder geht es noch weiter an der Stelle? Aber bisher war wirklich der Ansatz, wir wollen auf der Baustelle maximal Karton produzieren. Das ist dort einfach wieder zurückführbar in den Kreislauf und in der Fabrik, Logistik verwenden wir die Mehrwegverpackungen, die dann wirklich im Kreis transportiert werden. Wie sieht es bei Ihnen, Herr Steltmann, aus mit Nachhaltigkeit in der Verpackung?
Also da ist Gott, ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank haben wir nicht mehrere Werke. Also Intralogistik ist bei uns natürlich absolut ökologisch. Das schiebt der Roboter zukünftig, aber jetzt heute noch der Handwagen von links nach rechts. Ansonsten haben wir auch natürlich keinen Kunststoff mehr, keine Pappe mehr, außer natürlich, wenn wir nach außen versenden oder wenn Länder oder Kunden spezielle Verpackungen verlangen. Aber ansonsten beschäftigen wir uns, was jetzt derzeit auch ein Thema ist, Verpackung ist ja nicht Verpackung, auch die Wandstärken der Pappverpackungen zu reduzieren. Das ist ein Thema. Was wir jetzt zum Beispiel bei unseren Produkten auch haben, ist jetzt, dass wir zum Beispiel auch, das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber ausschneiden die Verpackungen und wir haben keine Etiketten oder versuchen jetzt im nächsten Schritt, wir haben jetzt schon 2, 3 Baugruppen, Baureihen gemacht, keine Etiketten mehr zu verwenden, aufzukleben, sondern zu lasern. Und da ist jetzt auch so dieses Thema Lasern von Pappe und so weiter und so fort. Also wir versuchen wir auch technologisch, sage ich mal, was geht umzusetzen. Ist natürlich aber auch für ein kleineres Unternehmen, sind auch mehr Kostenblöcke. Wir haben jetzt gerade eine neue Lasermaschine plus eine stromsparende Maschine. Das sind natürlich dann auch Investitionen, die wir tätigen. Und das müssen wir dann auch irgendwo auf der anderen Seite verdienen. Aber da haben wir eigentlich relativ wenig Probleme, weil auch unsere Kunden, das ist dann auch wieder Fakt, also gerade im europäischen Umfeld unsere Kunden, mögen es auch, wenig Verpackungsmüll zu haben, weil es natürlich für sie auch zu recyceln ist. Aber so Mehrwegverpackungen, das ist noch schwierig, sie dazu zu bewegen. Frau Pupeter, Sie haben lange Wertschöpfungsketten. Wissen Sie mehr, als wie Ihr Produkt zum Endkunden kommt, was die Verpackung anbelangt? Na, ich bin für strikte Verpackungsverordnungen. Und wir haben sehr zu kämpfen mit den Verpackungen, weil es ist zum Beispiel so, und mit dem Papier, dass die Älteren, wenn sie so ein Smartphone bekommen die von uns ein papierenes Bedienerhandbuch und dazu auch noch ein papierenes Trainingshandbuch. Und du kannst aber nicht sagen, lade dir das herunter, weil die können es nirgends overladen. Also du hast schon mal 2 solche Bücher, die lieben. Wir haben ganz andere Bedingungen und wir überlegen, wie können wir das machen, dass wir das vermeiden. Aber uns ist noch nichts Gescheites eingefallen. Und die Server am Point of Sale, das ganze Zubehör, das ist alles in aufwendigsten, umweltfeindlichen Verpackungen. Und irgendwann wird der Konsument sagen, das nehme ich nicht mehr. Ich bringe mir diesen Müll nicht nach Hause. Und da sind wir wirklich am Kämpfen. Aber es ist ganz schwierig, diese ganze Kette und mit der Zielgruppe dazu, die eigentlich Papier will, das zu managen. Also sind wir wirklich eigentlich überfordert derzeit. Mhm. Ja, weil die brauchen Papier, weil die wollen nachschauen und Papier ist furchtbar. Spannend, dass Sie sozusagen eigentlich das in diesem Bereich das gegenteilige Problem haben, dass Sie sozusagen unnachhaltig sein müssen, ne? um die Zielgruppe zu bedienen. Mhm. Genau, und die Ängste und Needs der Zielgruppe zu bedienen. Also die haben Eine ganz kurze letzte Runde noch, bevor wir zum Schluss kommen, weil es mich wirklich interessiert, Standardisierung von Bauteilen und deren Kompatibilität, auch ein wichtiges Element von Nachhaltigkeit. Herr Stelzmann, Ihre Steuerungssysteme sind lang im Feld, von der Industrieanlage bis zum Konsumgüterbereich. Gibt es da eine Tendenz zu Industriestandards? Wie gehen Sie mit offenen Protokollen um? Puh, also ich sage mal, heute sage ich mal, sind die größten Teil unserer Produkte, wenn es nicht gerade jetzt in dem Thema ist, sind geschlossene Systeme. Wir messen physikalische Größen. Ich sage jetzt immer, das ist eine Blackbox, die zu ist. Da wird noch hart verdrahtet, weil das ganz einfach aus in sicherheitstechnischen relevanten Dingen ist. Ansonsten, wir beschäftigen uns sehr stark. Wir haben einen großen, der sehr bekannt, Arzneimittelhersteller in den USA, wo wir jetzt IoT-Lösungen haben, aber offen. Also ich bin ein kompletter Freund von offenen Systemen, weil, ich sage mal, geschlossene Systeme, das hat sich einfach überlebt. Das hat der Herr Apple und alle auch lernen müssen. Und ich glaube, in der Industrie brauchen wir es erst gar nicht anfangen. Mhm.
Passiert Ihnen das in Ausschreibungen schon oft, dass man da nach Offenheit verlangt? Jetzt ist nochmal, bei uns ist dieses Thema, das nennt sich so, ja, IoT, Internet of Things, also sicherlich, das wird kommen. Also, aber wie gesagt, also wir sind jetzt mit unseren derzeitigen Produkten aus unserem Kernbereich da gar nicht so betroffen. Herr Nothbauer, Sie sind Komponentenlieferant, Sie haben natürlich ein Interesse, Ihr eigenes Steuersystem zu verkaufen. Wie offen sind Ihre Produkte für Mitbewerber? Sehr offen. Jedes unserer digitalen Produkte mit Xesa und ERKey haben externe Schnittstellen für die Integration und Fremdsoftwareprodukte. Dort verwenden wir natürlich Standards als Grundlage, REST oder MQTT, wenn es eher in Richtung IoT geht. Aber wir legen das offen, die Schnittstelle. Wir bieten unseren Kunden an Unterstützung bei der Programmierung einer Schnittstellenintegration, aber mit der auf unserer Website verfügbaren Dokumentation sind Experten selbstständig in der Lage, eine Personalverwaltung mit unserer Zutrittsverwaltung zu integrieren. Und das ist unser Zugang an der Stelle. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich konfrontiert mit der Standardisierung im Systemumfeld, die Tür. Der Schließzylinder hat ein definiertes Umfeld, der Beschlag, die Tür und so weiter. Das ist aber eher eine Rahmenbedingung und kein Wettbewerbsvorteil. Ich brauche einen Standard nicht, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Asien zu lukrieren. Da gehen wir ganz klar den Weg, dass wir über den Innovationsanspruch uns differenzieren und mit offenen Systemen. Und mit dem fahren wir sehr gut. Und wir haben wirklich sehr, sehr respektable Kundenprojekte, die da interessante Integrationen gemacht haben an der Stelle. Im Know-how-Aufbau selber. Also ich würde auch nur, absolut, kann ich nur unterstreichen. Frau Pupeter, wie gehen Sie mit Standardisierung von Bauteilen und Software und Kompatibilität um? Und Ihr Mitbewerber? Ja, die Handybranche hat schon große Fortschritte erzielt. Es wird ja von der EU immer wieder in Anlauf genommen. Wir sind, wenn man sich das nur auf Österreich anschaut, der drittgrößte, was verkaufte Smartphones und Telefone betrifft. Mit dem Herrn Samsung sind wir kompatibel. Der Herr Apfel hat bisher nichts gelernt. Also der hat seine eigenen Systeme und dann sind wir und wir sind einfach, so weit geht, wollen wir natürlich standardisieren. Ich frage Sie als Expertin, weil Sie wissen es am ersten, die müssten doch längst, das, oder also sehe ich das nicht? Nein, die müssen gar nichts, Herr Leute. Die sind einfach, die müssen gar nichts. Wenn es Wartelisten gibt für die Produkte, vielleicht zahlen sie mal einen Strop oder was, das weiß ich nicht. Kompatibilität in den Steckern herstellen, ne? Oder nein, müssen sie auch nicht? Nein. Also, Sie haben hier gerade einen ganz großen Apple-User vor sich. Also ich werde noch nicht mal mehr von meiner eigenen IT supported, weil... Katastrophe. Nein, ja. Nein, das ist keine. Jetzt haben wir einen Religionskrieg. Genau, jetzt haben wir. Eigentlich eine nette Abschlussfrage wäre, auf welcher Seite im Religionskrieg ist. Ja, genau. Auf der dunklen Seite der Macht. Wir sind schon weit über unserer Zeit, deshalb verzichte ich jetzt auf die Abschlussrunde. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für die Diskussion, Frau Pupeter, Herr Stelzmann, Herr Nothbauer, Bernhard und bei Ihnen selbstverständlich fürs Zusehen, meine lieben Damen und Herren, und für die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Wir haben noch zwei Fragen nicht beantworten können. Wir versprechen aber, dass wir auf die Fragen zurückkommen. Mir bleibt noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen, Ihnen, liebe Zuseherinnen, einen schönen Abend zu wünschen, hoffentlich bald wieder mal persönlich. Bleiben Sie zuversichtlich und genießen Sie den Abend. Wiederschauen.